mich weiter sehr viel mit Gruppendynamik beschäftigt. Das war damals en vogue. Und habe gesehen, wie komme ich eigentlich in so ein Unternehmen rein? Ich war der erste Studierte in diesem Unternehmen. Und die Leute haben mich natürlich alle angeguckt und nach dem Motto, der hat studiert, der weiß es. Und wenn ich Fragen gestellt habe, haben die gesagt, hören Sie auf, uns zu fragen. Sie wollen uns ja nur überprüfen. Ja. Und wie kommt man dann eigentlich in so ein Unternehmen überhaupt rein? Und wir haben viele, viele Übungen und Spiele gemacht, wo ich zusammengekommen bin mit den Menschen. Und von da aus, von dieser auch gruppendynamischen Gesichtspunkten aus, habe ich die Kultur im Unternehmen geändert. Sodass mein Vater nach 3 Jahren gesagt hat, du, ich gucke mir das jetzt hier an, du hast ein völlig anderes Profil als ich. Und das ist wie bei einem Auto. Ein Auto mit verschiedenen Profilen fährt nicht gut. Und ich möchte mich hier nicht mehr runderneuern lassen. Das gab es früher, ne? Wurden Reifen sozusagen mit dem Profil abgeschliffen, war runderneuert. Ich möchte mich hier nicht mehr runderneuern lassen. Ich will auch nicht, dass du dein Profil abschleifst. Also höre ich auf. Und da hat er überraschend früh, nämlich mit 60 Jahren, gesagt, mach du mal, ich höre auf. Wir haben gut zusammengearbeitet. Er ist jeden Tag gekommen bis zum Ende seines Lebens und hat mich manchmal geärgert. Meistens haben wir uns aber gut verstanden, weil er hat natürlich die gesamte Hochachtung aller Mitarbeiter gehabt. Er war ein wirklich guter Menschenkenner und ein Menschenfreund. Und das ist gar nicht so leicht, neben so einem, der so große Schatten wirft, hat auch sozusagen sich da zu inszenieren. Aber man muss das Positive da sehen, muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn habe und ich kann auch eben mit ihm viel mehr erreichen als ohne ihn. Gut, und so bin ich in das Unternehmen reingewandert und das ist dann stark gewachsen. Ich habe im Grunde 3 große Ziele verfolgt. Ich hatte schon sehr früh angefangen, mich auch schon in der Schulzeit, weil ich ja in so einer Zeit groß geworden bin, wo unter den Jugendlichen und den Schülern der Kommunismus natürlich das Hauptinteressensfeld war, kann man sagen. Also habe ich mich mit der Kapitalfrage beschäftigt und habe schon beim Eintritt in das Unternehmen die erste Stiftung gegründet. Das war noch übungsweise eine kleine Stiftung, um zu sehen, wie geht man mit Stiftungen um, wie kann man das machen. Um später dann einen ganzen Teil des Unternehmensvermögens auf die Stiftung zu übertragen. Und das Ziel ist, alle Vermögensteile auf die Stiftung zu übertragen. Nicht die Führung, das glaube ich ist nicht so gut, aber sozusagen die Verwaltung des Vermögens dorthin zu übertragen. Das war die eine Aufgabe, was mich angezogen hat. Das zweite war, wie mache ich eine Kultur in einem Unternehmen, wo die Menschen, also ich finde es furchtbar, wenn die Leute sagen, es muss Spaß machen. Das ist es glaube ich nicht. Aber ich muss den Eindruck haben, dass ich hier an etwas mitwirke, was gut ist. Und ich muss auch den Eindruck haben, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die mich respektieren und die irgendwie doch kooperativ arbeiten können miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Das braucht eine riesige Pflege. Das vergessen wir heute manchmal. Da muss eigentlich die Haupttätigkeit liegen eines Unternehmers, dieses Kooperationsmilieu zu schaffen in einem Unternehmen. Und das Milieu zu schaffen und die Kultur zu schaffen, dass das möglich ist untereinander. Und auch mal dort einzugreifen, wo das eben aus dem Ruder läuft. Ich habe zum Schluss einen Betriebsrat gehabt von über 30 Menschen. Ich habe nicht einmal mit dem Betriebsrat gestritten. Ich bin immerhin zu den Sitzungen und wir haben uns unterhalten. Und meine Sekretärinnen waren immer Mitglied des Betriebsrats. Das konnte ich ja nicht bestimmen, sondern sie sind gewählt worden von den Mitarbeitern. Sie wussten, auf diese Weise haben sie den besten Zugang zu mir und wissen ganz genau Bescheid, was los ist. Und wissen auch, dass sie, und ich hatte immer auch Sekretärinnen oder Sekretäre, die den Mut hatten, mir zu sagen, was sie falsch finden. Das ist natürlich wichtig. Und das wussten die auch, dass die mir das dann sagen. Und dass ich dann auch darauf reagiere und ins Gespräch gehe. Also ich glaube, das ist das zweite Wichtige. Das dritte Thema, was mich dann erst in Anfang der 80er Jahre erfasst hat, war die Frage, und was verkaufen wir eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Qualität, diese Lebensmittel? Und dann bin ich dieser Frage nachgegangen und dadurch bin ich dann zu Bio gekommen. Ich bin dann irgendwann der Anthroposophie begegnet, mit 30 Jahren, durch einen Besuch in einer Einrichtung, einer anthroposophischen Einrichtung. Habe dann gesehen, dass die eine Kultur haben, wo ich sofort erkennen konnte, das ist eine ganz besondere Kultur hier. Wie die miteinander umgehen, wie mit den Menschen umgehen, das war anlässlich der Aufführung der Weihnachtsspiele.
Und dann habe ich halt mich erkundigt, sag mal, wo kommt eure Kultur her? Wer macht das hier? Und dann haben sie mich auf Rudolf Steiner hingewiesen, von dem ich bis dahin nichts gehört hatte, und habe mich dann damit beschäftigt. Und das hat dann natürlich auch sehr stark beeinflusst mein Denken über Lebensmittel und Lebensmittelqualität und Ernährung. Und dann habe ich mich dieser Frage zugewendet, was daraus geworden ist. Haben Sie ja schon gesagt, wir haben zum Schluss einen sehr, sehr hohen Anteil an Bio-Lebensmitteln verkauft bei den Tegut-Filialen. Und das war sozusagen dann. Und dann habe ich für mich diese drei Fragen nach Natur, Arbeit und Kapital, sag ich mal, bearbeitet, soweit ich das hingekriegt habe.